das, was war, die Vergangenheit, die Tradition, die musst du ja auch respektieren und auch mitnehmen, weil die ist Teil dieses Vereins. Marcos Alvarez! Das ist das Tor! Unglaublich! In der Nachspielzeit! Der VfL ist so eine Art Stehaufmännchen. Und das ist es! Und fast Absteiger zum Drittligameister in nur einem Jahr. Vor zwei Jahren in Liga 3. Der VfL Osnabrück dominiert und steigt am Ende souverän auf. Hinter dem Erfolg steckte auch ein Trainer, der in Osnabrück groß wurde und dem VfL wieder zu neuer Stärke verhalf. Also Daniel Thun verkörpert die Sehnsucht aller, dass das hier ein besonderer Standort ist. Er hat hier als Junge in der Kurve gestanden. Darin liegt die Symbolik. Ein Osnabrücker bringt den VfL nach oben. Nach zwei Jahren in der zweiten Liga ist der VfL ungewollt zurück. Und in diesen zwei Jahren hat sich einiges getan. Neuer Trainer, neue Mannschaft, neues Zeitalter in Osnabrück. Die erste Ansprache war so ein bisschen natürlich auch geprägt von dem Wort Neuanfang. Die Dinge, die hier passiert sind, auch beiseite zu schieben. Du musst halt auch wissen, dass jetzt trotzdem eine andere Zeit gekommen ist. Wir haben den ersten Teil eines Neuanfangs jetzt auch personell dann eingeleitet. Neuer Trainer, neuer Sportdirektor. Das gab es auch schon vor drei Jahren. Es liegt ein Hauch von Osnabrück Reloaded in der Luft. Der Neuanfang ist fast so ähnlich wie damals. Ein Sportdirektor, der noch nicht so viel Erfahrung hat, der seine Lehrjahre hinter sich hat. Und ein Trainer, der als Cheftrainer auf diesem Leistungslevel auch noch nicht so lange gearbeitet hat. Und plötzlich steht da eine Mannschaft auf dem Platz, die Tempo spielt. Die mit einer enormen Leidenschaft zu Werke geht. Und da erkenne ich Parallelen. Perspektivisch will der VfL wieder nach oben. Mit neuem Trainer und neuem Anführer auf dem Platz. Letztes Jahr noch Ersatzspieler, dieses Jahr Kapitän. Marc Haider, schon 5 Scorerpunkte in der jungen Saison. Dass der Marc Haider in dieser Verfassung natürlich eine große Persönlichkeit ist in der dritten Liga, das sieht ja, glaube ich, jeder. Der ist fast 36 und die Art und Weise, was er seinem Körper auch noch abverlangen kann, ist enorm. Er ist der Leitwolf. Vielleicht kann Haider die Rolle eines Marcos Alvarez in dieser Saison einnehmen. Und Osnabrück Reloaded ist ohne die Bremer Brücke unmöglich. Für die hohen Ambitionen braucht der VfL seinen größten Trumpf. Osnabrück ist immer schon dieses Mythos Bremer Brücke, aber das müssen wir auch wieder neu entzünden. Jetzt auch wieder dann endlich mit Fans, was natürlich für den Mythos dann auch extrem wichtig ist, weil ohne die funktioniert das einfach nicht. Das Gefühl, wenn man hier ein Tor geschossen hat, ist einfach unbeschreiblich. Alleine dieser Moment danach, wenn du weißt, das Ding ist drin und du weißt, du kannst jetzt vor deine Jungs und jubeln und mit den Spielern natürlich, das ist ein unfassbares Gefühl, ist einfach geil. Die Geschichte des VfL ist bekannt. Geschichte kann sich wiederholen. In Osnabrück haben sie ihre Weichen gestellt. Es wird spannend, was sich daraus in Zukunft entwickelt. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.